Es gibt aktuell wieder einen ganz krassen Fall von einer Bildfälschung beim ZDF, die praktisch schon gestern veröffentlicht wurde, aber bisher nur keinem aufgefallen ist. Und die ist so krass, dass man es sich gar nicht vorstellen kann. Es geht um eine Demo gegen rechts in Hamburg. Und diese Demo musste gestern angeblich abgebrochen werden, weil der Andrang zu groß war. Und das ist natürlich in den Medien nicht breit berichtet worden und natürlich auch in den öffentlich-rechtlichen Medien, ARD und ZDF. Aber was das ZDF sich da geleistet hat, das ist wirklich schon der Hammer und es zeigt genau, wie sie arbeiten. Ich zeige euch jetzt erstmal ein Bild bzw. eine Webseite, wo das ZDF über die Demo gegen rechts berichtet hat. Was lesen wir da? Die Demo wegen Massenandrang abgebrochen. Und jetzt passt auf, wenn ihr aus Hamburg seid, müsst ihr jetzt ganz stark sein. Ihr wisst ja, dass das hier vorne die kleine Alster ist. Und dann kommt wohl die große Alster. Ich bin nicht so sehr, ich bin kein Hamburger, kann das nicht so richtig einschätzen. Und dann ist hier diese Brücke, muss wohl eine ganz berühmte Straße sein in Hamburg. Das seht ihr hier. Und natürlich alles voller Menschen, angeblich von bis zu 100.000 Teilnehmern wurde gesprochen. Aber wichtig ist dieses Bild, wo man dann wirklich sieht, dass da dicht an dicht die Menschen aus allen Himmelsrichtungen fast ja auf die Straße gestürmt sind. Und das soll dieses Bild auch signalisieren. Also merkt euch das, hier kleine Alster, da die Brücke. Da könnte man ja schon mal annehmen, ja, wenn da eine Brücke ist, wieso stehen denn dann jenseits der Brücke, das müsste so hier sein, auch noch Menschen? Wie sind denn die da hingekommen? Aber dazu gleich mehr. Ihr werdet mit dem Kopf schütteln. Die Gewinnblitzfallstudie. Wie ein unbekannter Unternehmer in nur einem Monat seinen Gewinn verdoppelte. Nur für Unternehmer. Klicken, E-Mail eintragen, sofort ansehen. Wie unverschämt und frech diese Bildmanipulation ist. So, und mit diesem Bild hat das ZDF bei Social Media, bei Twitter und so weiter geworben, damit man ihren Beitrag sieht, was denn da in Hamburg tatsächlich los war. Und hier haben wir zum Beispiel eine Twitter-Geschichte, die ebenfalls das gleiche Bild zeigt. Das zeige ich euch hier. Ich bin jetzt hier ein bisschen auf dem Computer verwirrt. Also hier ist die Twitter-Kiste. Und da sehen wir ebenfalls, also hier die Brücke. Da die große Alster irgendwo. Ja, und nach der Brücke, wo hört die eigentlich auf? Da sieht man nur noch Menschenmassen. Das seht ihr hier. Und jeder Hamburger wird sich fragen, hey, was ist denn da eigentlich los? Und das ist die Geschichte, das müsst ihr darauf achten. Also hier ist die Brücke ja ungefähr zu Ende. Und trotzdem sehen wir hier massenhaft Menschen, sagt das ZDF, zeigt das ZDF. Und jetzt schauen wir uns doch mal auf der Karte an, was hier in dieser Ecke, also wo die Brücke angeblich zu Ende sein müsste, was da eigentlich los ist. Das gucken wir uns jetzt erstmal auf der Karte an. Und oh Wunder, was sehen wir denn da? Wir schauen uns jetzt mal die Karte an und dann wird ganz klar, dass es hier um eine krasse Bildmanipulation gehen muss. Also das, was wir eben auf dem Bild gesehen haben, das ist hier diese Geschichte. Ja? Hier ist die kleine Alster und hier ist die ja, wie nennt man das, Binnenalster oder was? Und diese Geschichte hier, dieser Fluss oder was immer das ist in Hamburg, wurde einfach mit Menschenmassen rein manipuliert. Da können gar keine Menschen sein. Ich zeige euch nochmal das Bild. Also das ist ausgeschlossen, dass da Menschen sind. Und jetzt aufgrund der Karte habt ihr jetzt ein Gefühl bekommen, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Aber hier nochmal das Bild und da haben wir die Auflösung. Das ist ein Bild vom Hamburger Senat. Gleiche Perspektive, gleiche Brücke. Und was sehen wir da? Wir sehen hier die kleine Alster. Also es ist wirklich unvorstellbar, was da passiert ist. Hamburger Senat und wie selbst entlarvend das ist. Also das ist das Bild vom Hamburger Senat. Und nun nehmen wir nochmal ein anderes. Jetzt nehmen wir das Bild vom ZDF. Das ZDF zeigt dieses Bild.
Wie gesagt, an dieser Stelle fließt die kleine Alster, da können überhaupt keine Menschen stehen und es zeigt, wie ARD und ZDF arbeiten. Das ist derartig unverfroren, dass man sich wirklich fragen muss, was ist da los? Also das ist die Fälschung, die ihr hier seht. Hier ist eigentlich Wasser. Hier können gar keine Menschen stehen. Und das Bild ist bis heute noch veröffentlicht in den sozialen Medien und eben auch auf der Homepage des betreffenden Beitrags beim ZDF selbst. Ja? Also dass die sich nicht schämen. Wer macht sowas? Was wollen sie damit bezwecken? Das ist doch völliger Irrsinn. Also das ist doch, das verschlägt einem doch die Sprache. Hier nochmal das Originalbild vom Hamburger Senat. Mann. Also ich habe euch hier unter dem Tube auch einen Link hingemacht, wo ihr nochmal drauf klicken könnt, um diese Gegenüberstellung genau zu sehen. Also ich halte das für einen einzigen Skandal. Eigentlich ist es ja ein Fall für den Presserat, aber der ist ja was Medien angeht, also Qualitätspresse angeht, auch nicht mehr richtig ernst zu nehmen. Ich bin also wirklich überrascht, dass sowas hier und dass das immer noch online ist. Also jetzt, wo ich das Video mache, ist es ja bereits ja 16 Uhr und das ist also meines Erachtens schon über 20 Stunden online, dass dass da keiner ist und man hinterher guckt, zumal man ja in bei Twitter das gleiche Bild eben sehen kann im Original und sehen kann, dass das, was das ZDF dort bringt, eine wirklich plumpe Fälschung ist. Nochmal, hier ungefähr hört die Brücke auf und da beginnt die kleine Alster. Jeder Hamburger weiß das. Jeder, der sich in Hamburg auskennt, weiß das. Man muss sich fragen, was sich das ZDF eigentlich dabei gedacht hat, einen solchen Mist zu verbreiten. Und ich möchte jetzt hier keine anderen Worte gebrauchen. Aber es zeigt in aller Deutlichkeit, wie vorsichtig man mit der Qualitätspresse, mit den öffentlichen rechtlichen Anstalten und mit ZDF und ARD sein muss. Also die Fälschung, es gab ja schon früher auch Fälle von Falschberichterstattungen und so weiter, die werden immer plumper. Wussten Sie, dass der deutsche Staat konkrete Vorbereitungen trifft, um auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen? Bleiben Sie dran, um zu erfahren, worum es geht und was man heute noch dagegen tun kann. Die Staatsschulden explodieren, nicht nur in Deutschland, sondern in der gesamten Europäischen Union. Die EZB hat in den letzten Jahren so viel Geld in Umlauf gebracht wie noch nie in der europäischen Geschichte. Unsere extrem hohe Inflation ist das Ergebnis genau dieser Politik. Aber damit nicht genug. Es gibt Hinweise, dass sich der Staat darauf vorbereitet, auf das Vermögen seiner Bürger zuzugreifen, auch wenn er versucht, diesen Fakt mit allen Mitteln zu verschweigen. Stichwort Vermögensregister, Stichwort Lastenausgleich. Wir dürfen hier auf YouTube nicht im Detail darüber reden. Es besteht die Gefahr, dass unser Beitrag dann vom Netz genommen und unser Kanal gesperrt wird. Deshalb an dieser Stelle nur so viel. Wenn Sie eine Lösung suchen, um Ihr Vermögen vor einem Zugriff des Staates zu schützen, laden wir Sie zum kostenlosen Webinar mit Alexander Streeb ein. Herr Streeb ist seit mehr als 30 Jahren Finanzprofi. Er hat die aktuellen Gefahren analysiert und Lösungsstrategien entwickelt. Um sich vor einem möglichen staatlichen Zugriff auf Ihr Vermögen zu schützen, müssen Sie zuerst wissen, welche Gefahren da überhaupt lauern. Herr Streeb erklärt Ihnen die eben genannten und noch einige weitere Gefahren. Sie werden von ihm Lösungsvorschläge bekommen, was man konkret dagegen tun kann. Wenn Sie Klarheit und Sicherheit haben wollen, melden Sie sich jetzt zum kostenlosen Webinar an. Sie finden den Link dazu unter dem Video. Es gibt eine Lösung. Und sie hat nichts mit Edelmetallen oder Immobilien zu tun, nichts mit Aktien, Kunst oder digitalen Währungen. Es handelt sich um einen echten Sachwert, der seit Jahrhunderten Vermögen nachweislich geschützt hat, indem er den Zugriff des Staates verhindern konnte. Klicken Sie auf den Link unter diesem Video und melden Sie sich an. Statt einen Monat für Ihr Gehalt zu arbeiten und es dann zu verlieren, investieren Sie mal eine Stunde und denken mit Herrn Streeb über Ihr Geld nach. Nehmen Sie sich jetzt Zeit für dieses wichtige Webinar. Es geht um Ihre Zukunft. Es geht um Ihr Vermögen. Werden Sie jetzt aktiv.